Leute, in diesem Video möchte ich euch leider berichten, dass wir in 2023 keine neue Battle Royale Map in Apex Legends bekommen. Denn Respawn hat etwas sehr Großes vor oder es ist schon in der Mache. Achtung, Apex Legends Version 2.0. Es steht laut Leaks auch schon fest, welches eigentlich die nächste Map ist und wann die kommt. Da gehe ich später drauf ein. Titanfall-Fans werden sich auf jeden Fall freuen. Es wird eine komplette Überholung der Apex Legends Engine geben. Also mit Apex Legends 2.0 meine ich nicht, oh, wir kriegen ein neues Apex Legends Teil 2. Das passiert natürlich nicht. Die Engine soll komplett überarbeitet werden mit über 40 Punkten, an denen da geschraubt wird. Was da im Einzelnen alles passiert, ich habe 1, 2, 3 Stichpunkte, wo ich weiß, die sollen passieren. Was aber noch alles kommt, kann ich aktuell nicht sagen. Ich denke mal, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten werden wir mehr erfahren. Es erklärt für mich aber, warum wir in Season 18 wahrscheinlich dann doch nicht das Stormpoint Update bekommen, sondern erst in Season 19. Weil ja keine neue Map kommt, muss hier in Season 19 irgendwas Großes kommen. Das wird wahrscheinlich das Stormpoint Update sein. Warum ich denke, dass das so ist, werde ich gleich noch drauf eingehen. Und ich denke vor allem, dass dieses Engine Update auf keinen Fall das Matchmaking verbessern wird und damit den Frust, der teilweise in Apex Legends einhergeht. Wer vielleicht, einige von euch werden mit Sicherheit Jolas kennen, wer einer seiner letzten Videos gesehen hat, Grüße gehen raus, falls du es sehen solltest, der hat vor ein paar Tagen darüber berichtet, ist Apex Legends am Ende. So ein Stück weit hat er tatsächlich recht. Mittlerweile ist das Spiel an einem Punkt angelangt, wo es nur noch Frust ist. Immer mehr Spieler hören auf. Es haben kaum noch Leute Bock. Und er spricht in diesem Video eigentlich darüber, dass es nicht sein kann, wenn du gerade als YouTuber wie er, der eigentlich fast nur Gameplays hochlädt und deine Klicks über diese krassen Gameplays machst mit 4K, mit 20 Bomb und hast du nicht gesehen und du für so eine Runde, so eine Aufnahme teilweise aber 50 bis 100 Runden starten musst und die Leute da draußen eigentlich die Runden dazwischen gar nicht feststellen und fest glauben, oh, aller zwei, drei Runden hast du wahrscheinlich locker so eine Runde und dass sich eigentlich nur noch eben, weil zwischen den guten Runden zu viel Luft ist, zu viel Raum für zu viel Frust, Ärger, der in Apex Legends passiert, weil du von allen und jeden zerstört wirst und gefühlt eigentlich nur noch die krassesten Leute gegen dich hast und das Matchmaking einfach absoluter Schrott ist. Und dadurch hat sich bei vielen Frust aufgebaut, kaum noch einer hat Bock. Und deswegen hat er das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und ich glaube, dass mit dem Engine-Update das nicht verschwunden ist. Das ist halt so meine Riesensorge. Ich möchte euch aber sagen, was so ein bisschen dahinter steht und welchen Nachteil mit dem Engine-Update wohl PS4-Besitzer oder Xbox One-Besitzer haben werden. Es ist eine sehr zuverlässige Quelle, die das rausgehauen hat. Wir können auf jeden Fall davon ausgehen, wie gesagt, 40 Überarbeitungen. Sounds sollen komplett überarbeitet werden mit der Engine. Reellerer Smoke von Bangalore zum Beispiel oder das Gas von Caustic, das soll reeller erscheinen und jede Menge mehr. Und ich glaube tatsächlich, ohne dass das irgendjemand von den Quellen in den Mund genommen hat, vielleicht bekommen wir endlich die 120 FPS, weil es wird einen riesen Nachteil für die älteren Konsolengenerationen geben und das ist genau der Punkt, dass es angeblich so sein soll, dass die nur noch mit 30 statt 60 FPS laufen sollen. Ich kenne mich mit der Technik, mit dem ganzen Software-Gedöns nicht aus. Ist jemand da, der so ein bisschen mit Programmierung und so ein Engine-Gedöns, wer da Ahnung hat, macht es für dich Sinn? Schreib es in die Kommentare, dass wenn wir vielleicht 120 FPS endlich für die Next-Gen-Konsolen bekommen, dass die vielleicht eher für PC und Next-Gen-Konsolen entwickelt wurden, also diese Überarbeitung mit den Engines, und dass es deswegen Sinn macht, dass der Rest nur noch auf 30 FPS läuft. Von der Logik her für mich nicht. Ich habe aber, wie gesagt, von der Technik keine Ahnung. Und deswegen glaube ich, dass wir vielleicht die 120 FPS bekommen. Das ist aber nur meine Theorie. Warum wir jetzt davon ausgehen müssen, dass in Season 19 keine neue Map kommt, zum einen, wer schon lange bei Apex Legends dabei ist, mich verfolgt oder andere große internationale YouTuber, der hat festgestellt, Mensch, es gibt noch gar kein geleaktes Gameplay für eine neue Map. Broken Moon zum Beispiel, ein Jahr vor Release kamen schon die ersten Leaks, Gameplays und so weiter. Wir haben bis heute nicht einen einzigen Leak, was Gameplay betrifft. Es scheint festzustehen, in Season 24 bekommen wir, und das muss wohl eine Titanfall, ich habe es jetzt nicht gegoogelt oder so, weil ich mich mit Titanfall nicht auskenne, ich habe mir das jetzt gespart, es soll eine Map namens District sein, die wohl eine Map von Titanfall sein soll.
Und das soll wohl in Season 24 die nächste Map werden, sprich im November 2024. Wir bekommen in Season 19 keine neue Map und ich gehe davon aus, dass das große Ding, abgesehen von dem Engine-Update, das Stormpoint Map-Update ist. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich nicht in Season 18, so wie ich es berichtet habe, und alle anderen Dataminer und YouTuber auch, dass in Season 18 doch nicht das Stormpoint-Update kommt, sondern gehen wir mal von der Logik aus, wer die Teaser noch nicht gesehen hat und nicht hören will, was da passiert, schaltet jetzt für 10, 20 Sekunden kurz einfach ein bisschen weiter, wer jetzt nicht gespoilert werden will, aber... Ein fetter Hurricane zieht auf, der zieht über die Map, das sehen wir in den nächsten Phasen, am 14., am 21. und am 28. sind die einzelnen Teaser-Phasen und der Hurricane ist an der letzten Phase mega riesig auf Stormpoint zu sehen. Das heißt für mich, Stormpoint ist komplett im Eimer. Also Season 19, 3 Monate lang, muss die Map neu aufgebaut werden und entsteht so als ein komplett neues Ding. Und ich sag mal, in Season 19 wird dann eben das Stormpoint Update das ganz große Ding mit dem Engine Update sein. Das ist zumindest meine logische Schlussfolgerung, weil meistens war es so, die Map, die ein neues Rework bekommen hat in der neuen Season, die ist in der Vor-Season rausgefallen oder von mir aus auch ein halbes Jahr, wie wir es mit Kings Canyon kennen. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich davon ausgehen, das wird uns alle wahrscheinlich freuen, oder sagen wir 99% der Spieler, Stormpoint wird wahrscheinlich gar nicht in Season 18 spielbar sein. Eine These bekräftigt das, denn in Season 18 gibt es das neue Halloween-Event. Und das Halloween-Event muss 3 verschiedene Modi haben, eins auf Kings Canyon, eins auf World's Edge und eins auf Olympus. Das wurde schon geleakt. Was da im Einzelnen passiert, weiß ich leider nicht. Deswegen habe ich darüber auch noch nicht berichtet. Aber das kann bedeuten, dass diese 3 Maps im Vordergrund stehen in Season 18 und somit Broken Moon und Stormpoint erstmal wieder raus sind, was mich auf jeden Fall mega begeistern würde. Habe ich noch irgendwas? District habe ich erzählt in Season 24 wahrscheinlich. Und das Stormpoint-Update dann in Season 19 als großes Ding. Und in Season 18 wird das ganz große Ding dann eben das Rework von Revenants sein. Es macht nur Sinn, dass Respawn im Hintergrund an was Größerem, Stabileren arbeitet und wir deswegen keine neue Legende bekommen in Season 18 und keine neue Map, weil das nur ein Riesenchaos wahrscheinlich im Hintergrund verursacht. Und deswegen habe ich in meinem Kopf so ein bisschen, verdammt, was ist eigentlich mit Cross-Progression? Laut Leaks soll es in Season 18 kommen. Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich passiert, aber macht es Sinn, eine Engine zu überarbeiten und eine Season vorher Cross-Progression zu bringen, was vielleicht auch mega Chaos irgendwie an Bugs und keine Ahnung verursachen könnte, dass dann alles wieder so katastrophal läuft, dass alles, was eigentlich für so bald wie möglich geplant ist, schon wieder nach hinten rausgeschoben wird, wie zum Beispiel das Ranked-System. Das muss jetzt auch komplett überarbeitet werden, weil es totaler Schrott ist. Und ich denke, dass bestimmter Content deswegen um 1 oder 2 Seasons verschoben wird, damit das endlich für die Community wieder spielbar ist und vor allen Dingen einen Spaßfaktor bringt. Wie gesagt, ich bin felsenfest überzeugt, dass dieses Engine-Update sicherlich notwendig ist, damit vielleicht vieles stabiler läuft. Server, kein Packet-Loss, Sounds und über was wir uns nicht alles so beschweren. Aber ich glaube nicht, dass das Matchmaking da angegriffen wird und wir trotzdem immer noch die Hardcore-Schwitzer in unseren Teams haben und für alle, die Solos unterwegs sind und eben in Pubs aufgefüllt werden mit den schlechtesten Mates der Welt, was leider ganz oft so ist, egal wie schlecht man manchmal selber ist. Das ist einfach ein Riesenfrust und auch das Gequitte, was man im Pubs hat. Die meisten von uns spielen jetzt aktuell kein Ranked, weil sie Master erreicht haben, weil es einfach viel zu einfach war, spielen Pubs, weil sie einfach keine Alternative haben. Und dann, die quitten halt sofort. Ein Mate, der drauf geht, der quittet einfach sofort und du denkst dir, Mensch, warum spielst du das Spiel einfach überhaupt? Das macht keinen Sinn und da merkt man, dass sich ein mega, mega Frust aufgebaut hat, so wie ich es anfänglich schon gesagt habe, was Jolas betitelt hat. Bevor ich mich jetzt aber um Kopf und Kragen rede, ihr wisst Bescheid, was wohl in den nächsten 2, 3, 4, 5 Monaten auf uns zukommt, was die Zukunft von Apex Legends bringt, im Allgemeinen, was das für uns bringt, ob das eine Menge Spielspaß zurückbringt, müssen wir einfach abwarten. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Start ins Wochenende, verbleibe mit freundlichen Grüßen und bin auf eure Kommentare gespannt und macht's gut, ciao.